Zuletzt aktualisiert 16.41 Uhr die Verletzung, die sich Franck Ribéry im Trainingslager des FC Bayern München zugezogen hat, hat er auskuriert. Jetzt greift der Franzose wieder an. Der französische Ex-Nationalspieler Franck Ribéry hat beim deutschen Rekordmeister Bayern München am Montag das Lauftraining nach erlittenem Muskelfaserriss wieder aufgenommen. Ebenfalls am normalerweise trainingsfreien Montag war Arjen Robben auf dem Platz an der Säbener Straße. Kovac gibt Mannschaft nach Sieg gegen Hoffenheim frei. Der Niederländer, der zuletzt über Oberschenkelprobleme klagte, absolvierte ein individuelles Programm mit Lauf- und Passübungen sowie Tempowechsel. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Trainer Niko Kovac hatte den Bayern-Profis nach dem 3:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag 2 Tage Pause gegönnt. Erst am Dienstag steht nächste offizielle Einheit auf dem Programm.